Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freekickers und wir bekommen relativ häufig Nachrichten von euch, die behaupten, dass wir Bälle mit Helium aufpumpen. Deshalb haben wir heute einen Ball mit Helium und den anderen mit Luft aufgefüllt. Wir wollen mal schauen, ob es Unterschiede gibt bei Freekicks und in anderen Kategorien. Ich bin mega gespannt, wie sich die Bälle mit dem Helium verhalten und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Auf geht's. So, der erste Test beim Helium ist der Drop-Test. Wir lassen zwei Bälle runterfallen, im einen ist Helium drin, in dem anderen normale Luft. Mal sehen, ob man was erkennt, ob die Bälle sich anders verhalten beim Ticken. Ich bin gespannt. Genau, Jan, du darfst. Hier ist der Heliumball und ich würde sagen, let's go. Der springt beim zweiten Mal höher. Der hat sich weniger gedreht, aber also von der Höhe. Wir machen mal zwei andere Bälle. Hier ist auch der, also der rechte Hand, Helium, also von euch aus links. Ich finde, das ist absolut gleich. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall unter 1%. Also eher, dass man die Bälle vielleicht unterschiedlich aufgepumpt hat, wobei die beide auf einem Bar sind. Drop-Test würde ich sagen, gibt es erstmal keinen Unterschied. Ja, obwohl verschiedene Bälle und gleiche Qualitionen bei beiden, aber. Probieren wir mal, wie es beim Freekick ist, oder? Ja. Auf geht's. Ich komme auch mal wieder. Jan, kommst du mal? Jan! Oh. Easy. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera irgendwie hört, aber wenn ich ganz normalen Freekick mit einem normalen und einem Heliumball schieße, habe ich das Gefühl, dass das einen helleren Ton gibt, aber kann auch Einbildung sein. Heliumtechnisch hat man jetzt nichts gemerkt. Keine Erfahrungswert. Ja. Ja Leute, kommen wir jetzt zu den Freekicks. Für dich war es, ja, weiß ich nicht, wie bei euch. Also ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt. Einzig und allein halt der Klang war ein bisschen anders. Wenn ihr geschossen habt, war es ein bisschen heller bei den Heliumbällen. Aber ansonsten keinen großen Unterschied gemerkt. So als Schütze sehe ich es genauso. Also ich habe weder bei den Flatterbällen noch bei den Curvebällen, die man so reingedreht hat, einen Unterschied gemerkt. Am Anfang habe ich noch darauf geachtet, welchen Ball ich genau schieße. Aber nach einer halben Stunde war es halt einfach so, dass ich einfach geschossen habe und oft habe ich mich gewundert, oh, das war ein Heliumball. Also das Flugverhalten genau gleich. Ich bin auch mit einer komplett anderen Erwartung dran gegangen. Wenn du in Luftballon Helium tust, fliegt er nach oben und bei normaler Luft fällt er auf den Boden. Und beim Fußball verändert sich einfach gar nichts. Ich hätte ein bisschen erwartet, dass sie mehr flattern oder unberechenbarer sind, aber kann ich einfach vergleichen. So, ich fange jetzt mal mit dem Champions League Ball an. Der erste Ball ist mit Helium gefüllt und danach nehme ich den gleichen Ball ohne Helium und kein Unterschied. Alle
Also beim First Touch, bei den Ballannahmen, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Wenn der Ball auf mich gekommen ist, konnte ich auch nicht sehen, welcher Ball jetzt mit Helium gefüllt war und welcher mit normaler Luft. Also ich habe null Unterschied festgestellt. Nee, absolut nicht. Also die Bälle fliegen wirklich genau gleich. Und wenn ein Ball einmal in der Luft ist, dann konzentrierst du dich auf die Annahme. Und solange der jetzt nicht komplett flattert oder nochmal abhebt oder so, machst du genau die gleiche Annahme und den gleichen First Touch wie bei normalen Bällen. Deswegen habe ich da gar keinen Unterschied gemerkt, was es eigentlich einfach gemacht hat, weil du dich nur noch auf den Ball konzentrieren konntest. Jo Leute, das war's mit dem Helium-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Erwartungen hattet, ob ihr gedacht habt, dass das komplett anders ist mit Helium oder vielleicht habt ihr es ja auch schon mal selber ausprobiert. Damit ihr aber auch versteht, wieso Helium in einem Fußball kaum was ausmacht, hier die wissenschaftliche Erklärung. Das Volumen eines Fußballs beträgt ungefähr 5,78 Liter. Helium ist 7-mal leichter als Luft und hat einen Auftrieb von 1,046 Kilogramm pro Quadratmeter. In unserem Fall also 1,046 Kilogramm pro Liter. Ein voller Ball mit Helium wiegt damit am Ende 6 Gramm weniger als ein Fußball mit Luft. Anders als ein Luftballon, bei dem die Gewichtskraft kleiner als die Auftriebskraft ist, wieso dieser auch steigt, wiegt ein Fußball zwischen 420 und 445 Gramm. Damit würden die 6 Gramm kaum auffallen, geschweige denn das Flugverhalten des Fußballs ändern. Somit sollte das Mysterium Helium im Fußball für alle Zeiten geklärt sein. Ja, ansonsten, wie gesagt, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bleibt wie immer sportlich, immer die Dosis Helium nehmen, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Okay, ich setz mich seit. Nee, Mama, mir geht's gut.